Bundeskanzlerin Angela Merkel hat sich am Rande eines UN-Gipfels mit dem türkischen Präsidenten Erdogan in Istanbul getroffen. Thema des Treffens war unter anderem das Flüchtlingsabkommen zwischen der EU und der Türkei. Merkel steht in der Kritik, weil sie trotz Repressalien gegen Presse und Opposition in der Türkei weiter auf eine enge Zusammenarbeit mit Erdogan setzt. Die Türkei, der Präsident Erdogan hat es heute noch einmal deutlich gemacht, bleibt offen für Flüchtlinge in Not. Und ich habe meinerseits dargestellt, dass wir natürlich auch zu dem EU-Türkei-Abkommen, was unsere Verpflichtungen anbelangt, stehen, inklusive auch der Frage freiwilliger humanitärer Kontingente. Und ich habe das heute auch im Gespräch noch einmal verdeutlicht, weil ich damit vollkommen übereinstimme. Wir brauchen eine unabhängige Justiz, wir brauchen unabhängige Medien und wir brauchen ein starkes Parlament. Und natürlich ist die Aufhebung der Immunität von einem Viertel der Abgeordneten des türkischen Parlaments ein Grund tiefer Besorgnis. Dies habe ich gegenüber dem türkischen Präsidenten auch deutlich gemacht. Und wir haben sehr offen über diese Fragen gesprochen. Als Resümee kann ich sagen, es bleiben Fragen in dieser Hinsicht offen und wir werden die weitere Entwicklung sehr genau beobachten müssen. Also die Fragen sind nicht vollständig geklärt, die ich in diesem Zusammenhang